Ich kaufe, weil ich Tomaten mag. Tomaten mag. So, mein Text. Ja, ich weiß weniger mehr. Der Text, das ist mein Lieblingstext. Den mache ich total gerne. Und der dritte Titel, der Tag der großen Party. Mein Mitbewohner Orlando und ich veranstalten heute eine Party, die schon seit längerem als eine Art Einweihungsfete für die WG dienen soll. Es ist Punkt 8, die ersten Gäste trudeln ein. Den Anfang macht Uschi. Unser Hund Jim ist völlig aufgedreht und kläfft wie verrückt, bis ich zu ihm sage, Jim Belushi nicht so an. Komm noch ein bisschen was. Du bist ja pitschnass, sagt Orlando. Eben hast du doch nur genieselt oder hat sich das Wetter so sehr verschlechtert? Ach ja, antwortet Uschi, mal Blitz, Madonna. Uschi hat Gastgeschenke dabei. Ich bekomme eine Flasche Likör und Orlando Blumen. Da kommt auch schon Tom in einer langen Kutte das Treppenhaus hoch. Ich sage zu ihm, Tom, hängst deinen Mantel da vorne hin. Und zeige auf die Garderobe. Sag mal, wollt Disney nicht noch kommen? Frage ich ihn. Ich habe versucht, ihn anzurufen, aber der war wohl schon pennen. Doch was Gutes dabei, sehr gut. Jetzt kommen im Minutentakt die Leute auf die Party und die Stimmung steigt. Jetzt ist es Zeit für Jägermeister, denke ich. Owen, willst du einen Schnaps? Frage ich. Er nickt. Will Smith auch einen? Smith antwortet, klar, gerne. Aber was ist mit Mel? Worauf ich sage, niemals. Mel gibt's einen Schnaps und dann kotzt sich alles voll. Ich will in die Küche das Gesöff holen. Da sagt Bruce zu mir, dass er Hunger hätte. Naja, sage ich, vielleicht Brad Pitt eher was Leckeres. Das war schon etwas gehässig, allerdings schuldet mir Bruce immerhin noch 200 Euro. In der Küche angekommen sehe ich Robert, der gerade Sushi isst. Ich wusste ja, dass er Fisch mag, aber ich dachte immer gebacken oder gebraten, weil sonst ist Robert De Niro. Das ist aber scheiße. Ja, das wird dann nicht klar, wenn man das schreit, erst wenn man es hört. Das ist super. Mit genügend Würze geht alles, sagt Robert. Klar, der hat da so viel Pfeffer drauf geknallt, da musste sogar Liam niesen. Er fragt mich, ob ich sein letztes Sushi haben wollte. Nein, danke, winke ich ab, aber ich glaube, Bruce will es. Ich gehe zurück und verteile den Schnaps unter die Leute. Alle waren zufrieden, nur Charlie schien gelangweilt. Wahrscheinlich, weil Tim Allen lang braucht, um die Hauptstädte aller amerikanischen Bundesstaaten aufzuzählen. Ich frage Tim, machst du Washington schon? Er schüttelt mir den Kopf. Ja, sage ich. Denzel Washington mal dazu. Es kommt doch nicht mehr viel. In diesem Moment kommt Bruce aus der Küche gestürmt. Ich wollte gerade zugreifen, da schnappt sich Julia Roberts letztes Sushi. Shit happens. Bald schon ist der Schnaps alle. Ich schicke Orlando zur Tanke, um Nachschub zu besorgen. Von was willst du das denn bezahlen, fragt er. Naja, sage ich, von dem Geld, das ich Bruce lieh. In einem abgedunkelten Raum schaut Cameron Diaz vom letzten Urlaub. Auf einmal schreit sie auf. Huch, mit wem knutsch ich denn da? Mann, warst du besoffen, sag ich zu ihr. Das weißt du nicht mehr? Das war doch James, Cameron. Ich frische ein paar Minuten alte Erinnerungen mit dir auf, als fand ich, es war Zeit für Kartentricks. John steht zusammen mit Kevin im Wohnzimmer. Ich hole ein Kartendeck und gehe zu beiden. So, sage ich, ihr nehmt euch jetzt eine Karte, merkt sie euch und steckt sie zurück in den Stapel. Kevin zieht, da Jones sich umgedreht hatte. Oh mein Gott. Eine Person weniger, vor der es mir peinlich war, dass der Trick nicht funktioniert hatte. Die Party in Dieten war ein voller Erfolg. Nachdem alle Gäste weg sind, hilft Zigaunier noch beim Aufräumen und sagt, ich glaube, ich gehe jetzt auch endlich ins Bett. Mittlerweile ist es schon spät. Ja, das war schon minder ein. Ich antworte, Viva, Zigaunier, Viva. Dankeschön.